Verena kehrt Mark Terenzi. Erste Worte nach dem Polizeidrama. Erneut sorgten Verena Kehrt und Mark Terenzi für Schlagzeilen. Dieses Mal wurde Mark Terenzi sogar von der Polizei abgeführt. Jetzt spricht das Paar erstmals über das Drama. Mark Terenzi und Verena Kehrt sorgten erneut für Schlagzeilen. Nachdem das Paar bereits vor einigen Wochen mit Prügelgerüchten konfrontiert wurde, kam es nun so richtig dicke. Mark Terenzi wurde nach einer gemeinsamen Partynacht in Hamburg von der Polizei abgeführt. Scheinbar sollen sich Mark und Verena in ihrem Hotelzimmer lautstark gestritten haben, dass andere Hotelgäste die Polizei alarmierten. Nun äußert sich das Paar zu dieser Nacht, denn wie es aussieht, ist alles bereits vergeben und vergessen. Verena Kehrt und Mark Terenzi sprechen über die Prügelvorwürfe. Bei der Jubiläumsveranstaltung anlässlich von 55 Jahren der Walentowski-Galerien in der Kleinstadt Werl bei Soest erscheinen Verena und Mark bestens gelaunt. Angesprochen auf die Vorwürfe sagt Verena gegenüber RTL: Mark ist kein Buchautor. Ich bin nicht die Tagesschausprecherin. Wir sind nicht so, dass wir irgendwo ankommen und uns still und leise in die Ecke setzen. Man kriegt schon mit, wenn wir da sind, und gibt im Nachhinein zu: Wir haben Scheiße gebaut, ganz im Ernst. Verena beschreibt ihre Beziehung anschließend mit den Worten: Normal ist es nicht, doch fragt sich sofort danach, was normal schon heiße. Wer gibt die Wertung ab, was normal ist und was nicht? Ich glaube, da hat jeder sein eigenes Empfinden, was Normalität bedeutet. Was genau in Hamburg im Hotelzimmer passiert ist, wissen wohl weiterhin nur die beiden.